Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Let's Fight zwischen mir, Ergoli 1 und Otaldo von den Soccer Dudes. Hallöchen! Ja! Ja, wir dachten uns, gleich hier am Anfang mal ein Pack aufzumachen, ne? Wir machen mal ein Fass auf. Genau, ein Fass. Hältst du davon? Bier! So, ich drück mal drauf, ne? Ich auch. 7500er, ne? Yep. Ich habe zwar nur 7576 Münzen, aber... Ja, ich auch. Oh, Jakonan habe ich gezogen, wie unnötig. Didier Jakonan. Und Amalfitano. Mhm. Oh, als wird das irgendwas bringen. Und irgend so ein Gackermaul. Giacarini. Mhm. Irgend so ein Italiener. Oh, ist erstmal schön alles verkaufen. Was ist? Ich habe Andrés Fernández. Was soll denn das sein? Ein Torwart mit Aufstellung 4-1-2-1-2 aus Spanien. Also er ist Spanien und spielt bei Osasuna und ist in Form. Habe ich noch nie gehört. Ist es aber nicht der aktuelle Inform-Player sozusagen, oder? Wie, der ist in Form, echt? Ja, der ist in Form. Hechten 85, Reflexe 85. Ah, jetzt weiß ich, wie das 75. ist. Das ist doch geil. Ja, kann ich mal auf den Tauschstapel packen. Ja. Das ist doch echt geil. Das ist doch richtig gut. Ich meinte für noch so, ja, das ist, ich mag gerne die Packs vor der Kamera aufmachen und dann noch Glück haben. Zieht der Sack einfach in Form. Naja, was soll's. Ja, ne? Und wenn ihr den in Form sehen wollt, dann müsst ihr natürlich jetzt hier noch auf mein Video klicken. Das, ja. Was Alex da auch noch verlinken wird. Ich werde das verlinken, natürlich. So, ich habe hier noch diesen Marveaux. Keine Ahnung, wie man es auf Französisch ausspricht. Marveaux. Ich habe keine Ahnung, wie viel Jakonan wert ist. Ich werde den einfach mal so anbieten. Amalfitano, ob den überhaupt... Wie viel hat er denn? Wie stark ist er? 78, glaube ich, war es. Aber okay. Ja, er ist nicht langsam, sagen wir es mal so. Ja. Spielt er einfach alles an. Fertig. Ja, ich packe auch erstmal alles auf den Tauschstapel. Oh, den Rest, den kann man einfach wegbolzen. Den braucht keiner. So, ja, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt auch mal an im Let's Fight, ne? Ja, du kannst mich ja gleich mal einladen. Ich packe ja erstmal noch alles weg. Das werde ich jetzt gerade mal tun. Wo haben wir ihn denn? Otaldo. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, das sind so viele, das sind so viele. Ah! Mein Gott, wo bist du, Junge? Ja, kannst du noch hier den 5-3-2-Formation, das brauche ich auch keine Sau, den kann ich auch wegnehmen. Wo ist hier Otaldo? Ah, da, ich habe ihn übersprungen, Mist. So, du hast mich eingeladen, ne? Ja, das habe ich. Kann ich das auch im Game sehen oder muss ich da... Nein, da musst du Origin, muss ich extra, ja. Orangina aufrufen. Ja. Okay. Dann wollen wir mal hier loslegen. Bayern gegen Bayern. Du hast einfach einen besseren Angriff als ich, du Sack. Warum hast du Bayern-Trikots? Ich habe gedacht, du magst Bayern nicht. Das hab ich nie gesagt. Eigentlich mag ich Bayern. Ah, nee, Quatsch. Danbo ist von euch der Bayern-Fan. Ja. Der Bremen-Fan. Ja. Oh, hat er einfach Gomez und Mandzukic im Sturm. Das gibt's doch nicht. Ja, ich wollte mir noch Müller holen. Aber, Müller habe ich. Aber da so... Münzen habe ich dafür, ja, aber man wurde mir, viele meinten so, ah, lieber vielleicht hier Toni Kroos oder... Toni Kroos ist ja so langsam. Ja. Bayern gegen Bayern. Bayern, Bayern. Jawohl! Und ich habe einfach die bessere Mannschaft, weil ich viel besser bin als du. So. Ja, das kann gut durchaus, das kann passieren, denke ich mal. Was? Das kann durchaus passieren, denke ich. Nee, es wird schwer, du hast so schnelle Spieler. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du besser geworden bist, allein schon dadurch, dass du in Liga 1 jetzt bist. Bist du noch in Liga 1? Ja, aber ich habe richtig heute zum Abkotzen gespielt. Ja, das hast du mir ja schon erzählt. Ah, Müller, schade. Boah, ich hasse Regen, weißt du das? Heute hat es die ganze Zeit nur geschifft, wie aus Eimern. Ne? Boah. Da regt es sich auf. Zu Recht. Jawohl. Es hat echt wirklich nur geschifft, wie aus Eimern. Das war eine Katastrophe heute. Hast du heute gespielt, ja? Was? Hast du heute gespielt? Nee, gestern haben wir gespielt. Aber ich kann eh nicht spielen. Ich habe, glaube ich, einen Nerv eingeklemmt oder so. Mir tut der Rücken seit 2 Wochen sowas von weh. Ich war schon über eine Woche nicht mehr im Training und gehe auch nächste Woche nicht, weil das einfach so weh tut. Das gibt's gar nicht. Oh, Svenja. Mandzukic. Nein, hält er dir. Schön gehalten. Hätte es einfach weiterlaufen können und flach reinschieben. Ja, ich weiß. Aber ich fand's so interessanter. Ja, ich weiß. Wen hast du im Tor? Leno. Ach so. Oh! Schade.
Ich wollte mir eigentlich mal einen Neuer kaufen, aber der ist mir echt zu teuer. Der Neuer ist mir zu teuer. Musst du wirklich mal nachts gucken, ob du da ein Schnäppchen kriegst oder nicht. Dante! Oho. Muss echt mal gucken. Geh jetzt einfach mal nachts nach Neuer suchen, holst dir den billigsten Sofortkaufpreis und guckst einfach mal, ob das ob den ziemlich billig kriegst. Ich habe den bei FIFA 12 hatte ich immer saubillig bekommen irgendwie für. Welche denn? Was? Was heißt saubillig? 15.000 Coins bei FIFA 12. Das ist richtig gut. Da war er eigentlich zwischendurch 35.000 wert. Aber jetzt ist er ja noch mehr irgendwie. Ja. Gut, ist halt einer der besten Torhüter der Welt. Nach dir, ne? Genau. Ich bin nur leider noch nicht im Spiel drin. Doch, bist du. Ja, aber wo denn? Beim FC YouTube von Gambellos. Ach so, ja, stimmt. Echt? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Warum habe ich den noch nicht gesehen? Boah! So, alter Schwede. Hier schon wieder mein HP-Update bla 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 Sülz. Echt? Der ist aufgegangen, so schön, der Updater. Und jetzt? Bling! Da hat es einen schönen Sound gemacht. Gut, dass ich im Fenstermodus spiele. Echt? Du spielst im Fenstermodus? Wieso das? Ja, weil das besser ist für mich. Ach so. Okay, finde ich jetzt nicht, aber egal. Ah, ich wusste nicht wohin. Oh, kommt da noch ran, Rafinha. Ah! Verfahren. Oleg Gomez. Nein! Mandzukic. Also bei mir ist Mandzukic einer der besten. Ja. 53 Spiele und 60 Tore oder so. Ja, so viele Spiele habe ich mit einzelnen Spielern nicht gemacht. Ich habe mit Pato und El-Sharawi hier richtig gut Spiele gemacht. Mit Serie A-Team. Ja. Ja, siehst du, so viele Münzen habe ich gar nicht. Woher hast du die ganzen Münzen? Ein bisschen Glück gehabt. Bisschen Glück gehabt. Das heißt, Ribéry in Form, normaler Ribéry. Ja, dann hätte ich ein paar Münzen mehr. Ribéry in Form, wenn ich den würde ich behalten. Ribéry in Form würde ich auch behalten. Obwohl, ich würde ihn verkaufen und mir versuchen, billiger zu kriegen. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, ich würde mir einfach den nicht in Form einfach nehmen. Der würde mir genauso schmecken. Ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, für Ribéry in Form könntest du dir einen normalen Ribéry und normalen Robben und noch einen Ronaldo kaufen. Ja. Oder ein Messi oder so, keine Ahnung. Jo, oder gleich ein Messi, genau. Einfach nur ein Bronze-Team und dann Messi. Total dumm. Ein Bronze-Argentinien-Team. Ja, genau. Bronze-Argentinien-Team. Du bist noch so ein Argentinier aus der vierten englischen Liga. Falls es sowas überhaupt dort gibt. Ich weiß es nicht. Jetzt bestimmt. Boah! Das war ein Torschuss! Was war denn das, Alter? Voll Flanken! Voll überrascht hier. Oh, wie setzt der sich da bitte durch? Ah. Haut das Ding dann so weit vorbei. Boah, Ding! Das war Boah, Ding! Boah, Boah, Boah! Teng, Teng, Teng! Alex hat heute wieder was geraubt. Und jetzt war gestern, ne? Mandzukic! Oh, das gibt's schon. Schön gehalten. Wen hast du denn im Tor? Ich hab das gar nicht von ihm gesehen. René Adler. Bam! Sehr schön. Mario Mandzukic. I such a pego, I such a pego. Wie macht man den? Was? Also wer macht das überhaupt? Diese Tänze und so? Der geht mit RT plus B. Mhm. Quatsch. Doch. Plus rechten Stick drücken. Mhm. Oder? Ja. Das habe ich gerade vergessen. Also das ist ein automatisierter Vorgang. Der geht einfach so. Oh oh. Oh. Es weinen. Jetzt steht zunächst das 1:1. Ja. Endlich mal wieder ein gerechtes Ergebnis. Oh. Was soll das jetzt? Du hast den wohl ausgemacht. Keine Ahnung. Das ist FIFA. Du hattest den ausgemacht, wie unser ist das? Ich mach dich gleich aus. Such erstmal den Knopf, Junge. Ja. Ey, Junge! Nein! René Adler.
Adler in Form wäre jetzt geil. Überhaupt irgendwelche deutschen Spieler in Form hätte ich einfach gerne. Ja. Das würde mir schon. Ich habe jetzt gestern mein komplettes FIFA 12 Team verkauft. Echt? Ja. Ich habe eigentlich jemandem angeboten, alle Spieler zu schenken. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich damit Münzen machen kann. Weil ach, kannst du die noch verkaufen sozusagen und dann mit FIFA 13 benutzen? Ja, nein, du kannst dann, es gibt Leute, die tauschen die FIFA 13 Coins mit FIFA 12 Coins. Aha. Und das habe ich dann halt gemacht. War zwar nicht viel, aber ich habe Münzen bekommen. Hm. Ich hatte war das kein Abseits? Anscheinend nicht. Ich hatte dann bei FIFA 12 auf einmal 150.000 Münzen. Oh, das ist gut. Und hab die dann, na gut, nicht, nee, waren das 150.000? Oh, egal, ich hab's schon wieder vergessen. Auf jeden Fall habe ich dann ein paar bekommen. Waren zwar nicht viel, aber... Aber spielen echt noch welche, FIFA 12? Ja, es sind aber nur noch 11.000 oder 12.000 Optionen. Ah. Auf der Xbox ist viel mehr los im PlayStation, ne? Ja, ja, das ist... Eine Auktion, also bei FIFA 13 auch. Ich hatte irgendwie gesehen, die 1 Million Auktion oder sowas. Mhm. Richtig heftig. Das ist wirklich heftig, ja. Aber hier bei uns irgendwie so auf dem PC 150, unter 200.000 auf jeden Fall. Ja, bis 200.000, genau. Finde ich auch ein bisschen doof, aber gut. Das wird bestimmt zu Weihnachten noch mehr. Wahrscheinlich wegen virtuelle Bundesliga oder sowas. Ja. Oh! Schon wieder. ich mach bei mir die ganze Kopfball. Der Innenverteidiger ist zu klein, glaube ich. Also, virtuelle Bundesliga gibt es ja leider auf dem PC nicht. Ich wollte das die ganze Zeit machen, aber mir ist dann erst aufgefallen, also schon draußen war, dass es gar keine virtuelle Bundesliga gibt auf dem PC. Ja. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass es in irgendeinem Statement erwähnt wurde, dass es gar nicht vorhanden ist. Nee, das war mir klar, aber ich wollte trotzdem PC haben, die PC-Version. Ja, klar, ich kaufe mir jetzt von einer Konsole dafür. Vor allem meine TV-Karte habe ich ja schon längst wieder verkauft. Dann meine Xbox habe ich auch schon längst wieder verkauft. Achso, ja, also ich habe alles noch, was ich zum Spielen hätte benötigen müssen. Nein, will ich nicht. Deswegen mache ich nicht extra noch. Ja. So viel Geld habe ich gar nicht. Ich bin ja kein Bonzen. Sonst würde ich mir die ganze Zeit FIFA-Points kaufen. Bist du nicht irgendwie ein YouTube-Partner oder so? Was? Bist du irgendwie nicht ein YouTube-Partner oder sowas? Nee, immer noch nicht. Bin ich ja noch nicht. Ich habe das mit GameStar jetzt sowieso aufgegeben. Wieso? Oh, weil die nicht voran machen. Die brauchen Monate, bis wir halt mal über die Bühne bekommen haben. Jetzt habe ich keine Lust mehr da drauf. Das hat übel gestresst. Der David, der hat gar nichts gemacht. Der wollte die ganze Zeit hier was regeln und so. Ja, ich spätze mal mit dem. Hat er dann immer noch nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, oh komm, vergiss es. Ich gehe zu TGN oder so. Ja, willst du da echt hin? Ja. Dann kannst du mir aber berichten, wie das dann bei denen ist. Ja, yep. Ich habe mich da schon mal angemeldet, aber da hatte ich noch 500 Abonnenten oder so. War noch gar nichts so richtig los, aber jetzt geht's ja schon wesentlich besser. Also, mir wird halt gesagt, TGN ist nicht so gut, das sind irgendwie Gauner oder so. Ach ja, kommt drauf an. Gauner, was versteht man denn unter Gaunern? Was sollen die schon anders machen als die anderen? Ja, also, weiß ich nicht. Geld klauen können sie mal nicht. Nee, aber mit deinen Videos arbeiten und dein Geld einsacken oder so, keine Ahnung. Mit meinen Videos arbeiten? Wenn sie mit meinen Videos arbeiten, dann... Du arbeitest mit deinen Videos und die kriegen das Geld, oder? Ja, das wird ja gar keinen Sinn machen. Ich habe ja einen Vertrag und ich schreibe, wenn wir bei sowas unterschreiben, ja dann einen Vertrag. Ja, ja, ist klar. Ich glaube kaum, dass die Vertragsbruch begehen. Maja ist mir auch eigentlich Wurst. Ich brauche nicht unbedingt Partner zu sein, nur ich hätte halt gern dann die Features davon, weißt du? Ja, das stimmt. Weil ich kann ja nicht mal Thumbnails hochladen, das geht bei mir irgendwie gar nicht. Boah. Also, selbst als Nicht-Partner können ganz viele Leute jetzt schon Thumbnails hochladen. Die haben, glaube ich, dann wenigstens Monetarisierung aktiviert. Ja, ich ja auch, aber bei mir kommt nichts von AdSense zurück, da kommt einfach nichts. Bei mir ist das alles irgendwie... Nein, shit! Boah, verhunzt. Irgendwas stimmt da nicht. Das war so ein kleiner Fehler von mir. Hätte ich nicht machen sollen, das da aktivieren, das AdSense. Die Monetarisierung. Boah. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier die ganze Zeit zurückliege.
Also es ist kein faires Ergebnis. Es ist kein faires Ergebnis. Oho! Subotic! Nee. Das ist nicht fair. Aber Müller hat da irgendwie komisch gestanden. Guck mal, der hat das Ding noch. Der hat das Ding noch am Flappen. Ja, das ist dann schon abseits, Mann. Nee, dein Spieler hat am Pfosten gestanden, Alter. Ach, der lügt doch, der Spieler. Außerdem regnet es, aber Regen kann ich nicht spielen. Klar, das habe ich eben auch gesagt. Ich hasse Regen. Du hast hauptsächlich aus den Flanken heraus die Dinger gemacht, ne? Ja, 3 Kopfballtore. Ich habe hier 13 Tore vergammelt. Was? Ah. Ja, ich habe eben dazwischen schon wieder eine Chance vereiert. Ich weiß nicht, vom Boden bin ich nicht so gut wie in der Luft, deswegen habe ich vorne mein Zuki stehen. Fliegst immer gerne, ne? Ja, ich bin ja auch selbst Torwart, deswegen. Das ist die Schwalbe. Die Schwalbe. Hallo. Ich muss mal kurz wechseln. Ja, ich nicht. Obwohl. Everything is beautiful. Ich habe mir jetzt mal das neue Seed-Album runtergeladen. Gekauft, meinst du? Mhm. Oder bei iTunes? Oder was? Nee, bei irgendeiner anderen Seite. So, und hier. Jamendo. Was soll das sein? Weiß nicht, da kriegt man so GEMA-freie Musik. GEMA-freie. GEMA-frei, Alter. So, jetzt hier nochmal zum Schluss. Schlusssprint. Alaba. Nee, ich hab mir die bei solch einer russischen Seite gekauft. Sehr, sehr cool, oder? Und zweimal an den Pfosten gehauen. Ich glaub es nicht. Ich glaub, es hackt. Oder an die Latte. Wie kann man denn auf das leere Tor an die Latte knallen? Hätte jetzt eigentlich hier schon 3-3 stehen müssen, finde ich. Nö, finde ich nicht. Also finde ich schon. Also es. Nee, du triffst ja nicht, ich treffe ja. Deswegen, das ist der Unterschied. Nee, das sehe ich ganz anders. Nein, nicht schießen, danke. Du cheatest doch, ey. Du bist doch echt so ein Cheater. Ja, genau. Ich habe letztens so einen gesehen, der hatte einfach 5764 Siege und 0 Unentschieden und 0 Niederlagen. Ja, kann ich auch sagen, wie er es gemacht hat. Wie denn? Als der Patch noch nicht raus war, konnte man den Schwierigkeitsgrad offline ändern und dann kannst du mit deinem Ultimate Team eine Dingsmus machen. Weißt du, diese Liga, was du da gegen Computer gemacht hattest, ja. Da kannst du es dann einstellen, dass der Gegner zum Beispiel einfach ganz schlecht ist. Ja, dann sag mir mal, wie du 5764 Spiele machst. Ich denke mal, er wird das Spiel abgebrochen haben, jeweils. Und vorher genügend Ballkontakt oder irgendwie solche Sachen gehabt haben. Ach so. Ach, shit. Ach, das ist doch Schmu. Jetzt wäre eigentlich 4-3. Wirklich 4-3, genau. Genau, 4-3 in deinem Ergebnis und 4-1 bei mir. Ich werde das am Ende auch korrigieren, das Ergebnis. Wirst du das mit Photoshop oder so? Ja. Bei mir wird am Ende der richtige Sieger dastehen. Mit Sony Vegas ein bisschen präpariert und so. Du spielst das Spiel einfach neu und gewinnst das. Was? Gut, das hat jetzt wirklich noch einen kleinen Foul ausgesehen. Oh, Abpfiff! Also ich werde das Ergebnis annullieren lassen. Das ist nicht regelkonform gewesen. Dreimal Mandzukic! Ja. Ne, viermal sogar. Ja, auf meiner Seite auch noch. Ja. Boah, Alter, mein bester Spieler. Das war ein schönes Spiel, muss ich sagen, ne? Ja, es geht so. Ich glaube, darauf werde ich jetzt noch mal ein Pack öffnen. Noch ein Pack. Ich habe 124 Münzen, ich kann das nicht. Ja, nee, das wird auch nichts Gutes. Also zweimal hintereinander hat man nicht so viel Glück. Oh, das da hat gut getan, weil ich hatte in Mandzukic doch nur 55 Spiele und 55 Tore. Jetzt habe ich 54 und jetzt 55, 57. Mhm. Ich habe CC bekommen, Pienaar, wie auch immer er heißt, irgendein Nuno André Coelho. Oh, ein Fuß.
Ein Fuß. Ein Fuß. Ich oh mein Fuß Gott, ein Fuß. Ich habe einen Fuß gekriegt. Nee, ja, ansonsten nichts Besonderes. Ja, gut, ich denke, dann machen wir hier mal Ende Gelände und wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.